ausgelaufen durch die Vetos der Teams. Ja, ich bin eigentlich sehr gespannt auf das Spiel. Zumal wir Fofkin ja eben gut am Ausrasten gesehen haben. Von daher mal gucken, ob die Russen hier was entgegenzusetzen haben. An sich weiß nicht. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, anhand der Tabellensituation eigentlich ein ausgeglichenes Spiel und so einen richtig großen Favoriten gibt es hier eigentlich nicht. Deswegen ist ja, finde ich, alles offen. Und auch die Knife stellt das hier schon unter Beweis. Rushed wird als T starten, als CT, sorry. Haben wir die Knife. Jo, die bleiben also. Da werden noch die Flaggen gleich gewechselt. Aber man kann ja trotzdem schon mal Go machen. Vielleicht wenn man zum Map weiß, hat Rush vielleicht einen kleinen Vorteil. Das sind ja eigentlich alles ehemalige 1-6-Spieler. Und haben dann natürlich Mirage zu Genüge gespielt. Aber ich denke, Wolves hätten sie rausgewotet, wenn sie sich nicht gut fühlen würden auf der Map. Zwei Stunden. So, wieder übrigens der Malte. Und Frost. Da muss ich nochmal die Namen durchgehen. Hunde da, Hunden ist da. Nico ist da, SMF ist da. Also Glaive oder Herden. Einer von den beiden ist Malte und Frost. Kommen die Restarts, beziehungsweise einer. Und dann geht's auch endlich mal los. AF, well played, GG. Schon im Vorfeld. So, was haben die Wolves sich ausgedacht? Ich glaube, Nico hat Smoke für Mitte geworfen. Ja, für den Döner. Und gibt den direkten W-Rush. Auch SMF mit der Tech 9. Boah, krasser AE von. Oh, von dem Spiel da hinten. Und er ist gestorben. Sieht sehr gut aus für die Wolves bisher. Beide über die Küche. Oh, jetzt kassieren sie aber. Und nur noch Malte. AKA weiß ich nicht. Und Eddick. Macht da hier den Frag und klärt die Pistol. Boah, die hätte eigentlich Wolves gewinnen müssen. Rusht aber mit Instant Retake. Und Wolves werden komplett Action fahren. Wer deckt dort? Eddick und Jenny. Jaina, keine Ahnung. Oh, nette Anti-Eco-Aufstellung. Sauber. Boah. Krass gedeckt. Gar nicht mal so. Also fast keinen nennenswerten Schaden zumindest abbekommen. Das geht ja gut und gern mal anders aus. In der Anti-Eco. Unten mit zwei Flashes. Mal schauen, wo sie drüber wirft. Was macht er denn? Ah, okay.
Okay, komm da. So, bitte. Hunden sollte jetzt nicht sterben. Boah, da kommt er nochmal weg. Connecte geflasht. Mates ziehen es rum. Der zählt immer blind. Sehr schöne Flash von Hunden. Und vielleicht nochmal kurz ab. Schade, die hätte, glaube ich, eher kommen müssen. Da hätte Fofkin da nicht den Frag gemacht. Ah, okay, man kriegt noch einen. Schade, trotzdem ganz gut gespielt. Wie gesagt, Hunden. Die Flash dann die zweite eher kurz, vielleicht. Dann kommen sie vielleicht auch ein bisschen weiter auf dem Spot. Dennoch erst der Köp, wie gewöhnlich bei Nico die Ave. Sehen wir vielleicht das Smoke and Döner oder so? Jo, bei Nico. Ansonsten Rush zu dritt. Ah, und Eddick mit Instant Push. Müsste eigentlich geholt werden von Nico. Macht er auch. Da hat er, glaube ich, das Fadenkreuz hat sich da ins Rote geändert. Sieht auch nach einem Agu aus. Mitte wurde, glaube ich, drüber geflasht. Jenny da blind. Sehr schöne Frags. Und Fofkin von hinten. Könnte noch gefährlich werden. Noch deckt da, glaube ich, keiner. Nee. Also schauen wir uns an, was Fofkin hier noch machen kann. Er hat gerade gesteppt. Hat er hier aber nicht gehört. Leute, hat er schon weggedreht. Weil er gedacht hat, dass er gestorben ist. Boah. So, Fofkin gegen zwei. NT da hinten, hinter der Kiste. Boah, schön versteckt von Frost. Wer auch immer das ist von den beiden Unbekannten. Schöne Taktik von Wolves, allerdings ein bisschen fahrlässig von Eddick. Wenn er dort nichts sieht. Ah, weiß nicht. Muss er vielleicht weggehen oder so. So wie der Smoke in Döner. Schön für Nico. CTs haben sogar gekauft. Boah. Krass, die drücken gerade relativ gut. Boah, und da fallen sie auch echt einzeln hier gerade. Werden alle einer nach dem anderen gepickt. Können jetzt auch easy kurz durch. Da sollte nichts mehr anbrennen. Hat sogar die AWP geholt. Ja, wenn sie die Waffen durchbekommen. Ne, das dürfte trotzdem nicht reichen. Aber mit einer guten Einzelaktion holt man vielleicht auch so eine Runde nur mit zwei Waffen. Wird man halt gleich sehen. Aber vielleicht behalten sie die auch gar nicht. Schade, dass da gerade so, als ob SMF hinten T-Base rausschiebt. Zwei Waffen hat man, aber beim Rest reicht es auf jeden Fall nicht, oder? Versuchen sie es hier wirklich? Gut, die CDs durchgehen. Sie haben echt alle Weste gekauft. Die versuchen sie mit Diegel. Zwei Waffen. Da bin ich mal gespannt. Boah, alle am A. Eddick mit A, aber allein am B. Ja, andersrum, sorry. So, es gibt doch sogar den Go. Schöne gehen vielleicht oben. Vielleicht kann Hut schon was machen. Oh, verwirft die Flash ein bisschen. Die Tees müssten eigentlich richtig Gold sein. Jetzt sind wir uns auch alle noch dort versammelt. Oh, schöne HE. HE sogar gegen Hooch. Oh, schade. Kriegen sie die Frag nicht? Ein netter Read von Rush. Leider konnten sie es nicht umsetzen. Eddick nimmt da ein. 2 gegen 2 aber dennoch. Und die Bombe ist, glaube ich, ja, dieser Mann von Nico. Eigentlich müssten sie wissen, dass da beide sind. Jo, Nico hat es jetzt auch endlich gecheckt. Dann schieben sie A. Aber. Ja, Nico legt schon. So, läuft es hoffentlich nicht in die Arme rein. Er ist noch von links in der Kiste. Boah! Krass, und jetzt nur noch. Gott, wie weit weg ist denn Frost, bitte? Aber sie haben kein Kit.
Ja, kurz, kurz gelegt. Was, defused noch keiner? Boah, aber Jenny, wer auch immer, macht einen Frag. Reicht das von der Zeit? Boah, das wird eng. Nee, das müsste reichen. Nein, das... Was? Alter, war das knapp. Normalerweise, wenn dieses komische Geräusch kommt, dann hat man es doch verkackt. Aber das war gerade richtig knapp. Ich dachte schon, die geht jetzt hoch. Und das wäre so bitter gewesen. Aber ein schöner, schöner Gedanke von Rushed ist auch am Ende nochmal aufgegangen. Auch wenn es zeitweise nicht allzu gut aussah. Aber es hat sich ausgezahlt, da zu kaufen. Eddie gewinnt das AWP-Duell. Fofkin macht auch ein. Oh, Frost. Hundela wird auch Mitte geblockt. Da kommen sie gerade nicht gut durch. Rushed macht das ziemlich gut. Blocken auch immer noch. Oh, Fofkin. Er war so scheißen aggressiv heute. Fofkin! Ah, das haben wir jetzt schon mal besser gesehen, aber dennoch gut nochmal abgesetzt. Oh, und unten müsste die Steps gehört haben. Sehr schön. Und Connector müsst ihr wissen. LOL! Durch die Box, durch die Wand dort. Ah, wenn sie jetzt kurz gehen. Was eine geile Ansage. Nochmal über A. Krass, die haben jetzt sogar die Über... Also, was heißt Überzahl? Sie haben jetzt 1 gegen 2. 2 gegen 1. Situation gegen Jenny. Jenny, was auch immer. Aber der ist halt direkt verkackt. Ah, den Low-HP-Spieler hat er weggeschossen. Holt da gut Zeit raus. Schöne Flash von seinem Mate. Auch wenn er da ein bisschen reingeguckt hat. Aber schön geschoben von schon von LK. Da brennt nichts mehr an. Sehr schön gespielt am Ende von Rushed. Aber Wolves haben die Runde nochmal richtig knapp gemacht. Mit schönen Frags von Hunden in der Mitte. Malte ist Herden. Dankeschön. Also. Ist Frost dann... Ich hab die Namen noch nicht alle drauf. Glaive. Frost ist Glaive, Malte Herden, alles klar. Oh, netter Fake. Bombe am B. Schön von Herden. 1 gegen 3. Einen kann er fast noch gar nicht machen. Fofkin und Eddie gut angeschlagen. So einen kleinen Streifschuss mitgeben. Oh, da hat sogar einen gesehen. Ah. Schade. Gut, dass Hooch da auch auf das L geht. Also Rush baut seine Führung weiter aus. Trotzdem gefällt mir Wolves gar nicht so schlecht. Hatten bisher eigentlich nur Probleme mit dem offensiven Push von Rush in der Mitte. Und jetzt gibt es ein schnell Go über kurz. Boah, schöne Gegenflash von Hooch. Die hat gut gesessen. Unten Watt kommt noch über Mitte gleich. Boah, lol. Ah, okay, ich dachte schon, der CD steht drin. Mann, LK sprayt rein. Nur noch Nico und unten. Bombe liegt auch am Ausgang, die liegt super schlecht. Ich glaube, da kann man nicht mal back. Oh, wo ist das Mate? Alter Hunden, geh doch mal mithelfen. Das verstehe ich da nicht. Dann kämpft der Mate da vorne den Todeskampf. Und er chillt hinten und deckt da hinten ab. Vielleicht kann er die Runde aber nochmal knapp machen. Mercedes steht eigentlich ganz gut. Er kriegt gute Hits. 30 Sekunden hat er noch.
So, einen hört er wegschieben. Und der zählt da hinten. Huge. Boah. Jetzt sau viel Damage und unten kann ich machen. Weil ich sehe, das relativ weit weg. Zum Plant könnte noch kommen. Jo. Also gut gespielt bisher. Hat das Beste bisher rausgeholt. Ja, nicht das Allerbeste, aber schon. Ja, doch, hat schon relativ gut das gemacht. Gut gewartet. CTs haben verschoben. Huge das Duell gewonnen, somit konnte noch zum Plant kommen. Wolf sollte vielleicht mal wieder einen Gang runterschalten. Haben bis jetzt eigentlich nur schnelle Ghosts gespielt. Vorhin die eine Equipped Round haben sie gewonnen, weil Eddick wie so ein Bekloppter reingefahren ist. Seitdem steht Rushed eigentlich eher defensiv und sie gewinnen halt die Runden. So, diesmal scheint es wieder Richtung A zu gehen. Mitte 4 versammelt jetzt. Einer nach dem Haus. Die Bombe. Kriegen den First Check oben am Döner, glaube ich. Oh, Malte muss links aufpassen. Zwei CTs dort, wie ich das vom Radar erkennen kann. So, Glaive geht jetzt im Mini-Döner. Das ist gut. Sauber. Und jetzt kann Malte da reinspringen. Sehr schön gespielt. Und der Rest geht Richtung A. Wo nur Jenya deckt. Boah, da wird gut verschossen. Auch irgendwie keine gute Position. Das sieht nach der dritten Runde aus für die Wolves. Auch wenn man da nochmal einen Frag kassiert. Aber Nico macht's. Und jetzt nochmal Fofkin mit 5 HP. Gegen 3. Scheint sich auch direkt zu safen. Allerdings für T-Base. Boah, was ein Lucky Timing. Wenn er da durch die Wand geschossen hätte, hat er bestimmt noch bekommen. So, wie sieht es money-technisch aus? Gar nicht mal so gut. Dadurch, dass Wolves die Runden dann auch relativ knapp immer gemacht hat, könnte es durchaus sein, dass Rushed sogar sparen muss. Mal gucken. Weil Fofkin kann auf jeden Fall eine legen. Ja, sie kaufen wirklich nochmal. Oder? Doch, ja. Den hat Farmers. Aber so richtig einig waren sie sich jetzt nicht. Der hat keine Weste. Rest hat Weste. Also Absprachen hier nicht ganz on top. Schießt er leider. Boah! Unten macht er so einen krassen Job unten aus dem Keller. Hat er, glaube ich, bisher jedes Duell gewonnen. So, Fofkin gegen 3. Kurz noch und Fofkin da am Jungle. Wolves machen das gut, warten ab. Schieben das nochmal bei Actions und so. Ziemlich beliebter Move, muss ich mal sagen. Irgendwie Mitte lange war, einfach dann nochmal komplett hinterschieben. Oh, jetzt aber Bego. Wenn man sich die Overview anguckt, die schlechteste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Denn die Frage ist, ob sie mit Fofkin noch rechnen. Fofkin müsste eigentlich komplett defensiv spielen. LK macht's gut. Nein, Fofkin hat es schon gezeigt. Meiner Meinung nach komplett falsch gespielt. Schade. Runde hätte ich fast Rush noch gegönnt. Dennoch will ich natürlich auch ein spannendes Spiel sehen und Wolves halten sich im Spiel. Tja, jetzt hat einer halt kein Geld. Eddick auch nicht. Jetzt wird die, also die sind total out of sync. Kaufen jetzt doch alles, was geht. Aber an sich hatten sie eben Eco. Zumal sie die Runde auch hätten gewinnen können. Der Aufbau bei Wolves immer
Gleich. Oh, diesmal fängt Malte eine richtig krasse AE der Herden. Von. Weiß nicht von wem. Hofkin ist eine. Schaden ausgeteilt. Also, Rush macht da immer Druck in der Mitte. Also wieder. Einer ist wieder TBs geschoben. Wolves kommt klemmelt. Weiß nicht, sie bauen das immer mit da auf, aber dann passiert nicht wirklich was. Dann warten sie nur ab und kassieren Frags. Also da fehlt irgendwie das Konzept hinter der Runde, was, wo man dann hingeht. Ist ja schon eine gute Saisonstandaufbau haben, aber... Ja, dann stehen sie halt einfach in der Mitte, chillen, fangen jede Granate und kriegen sogar die Frags. From where? From hell. So ein Eco, Vigo. Boah. Schöner E schon von LK. Und da kann er jetzt reinsprühen. Eins, zwei, drei, vier und den fünften. Ja, schön. Schönes Eco-Ace von LK. Sieht man ja eigentlich auch viel zu selten, leider. Einfach durch den fehlenden Schalldämpfer auch. Ja, ich weiß nicht, es ist halt extrem schwer zu sprayen auch. Also Ace ist noch relativ rar gesät in Go. Boah, da haben sie einen kleinen Read, dass es A geht. Aber Wolves contacten B. Und Hooch auch nur an kurz. Den müssen sie sogar gehört haben, B wäre komplett frei. Also Fofkin pusht durch. Bringt auf jeden Fall die Ansage. Hooch müsste jetzt wieder A über, B übernehmen. Aber er ist immer noch allein. Wenn sie jetzt mal zügig den Goal spielen würden. Spielen hat auf Contact noch. Oh, die AE, die sitzt. Macht ganz gut Schaden. Hooch kommt nach Gegenflächen. Oh, Mates sind noch immer nicht da. Hooch macht den ersten. Oh, wenn jetzt die Mates schon kommen, dann muss Hooch sterben. Sehr gut. Und LK. Oh, kommt über hinten. Unten! Oh, jetzt muss Nico glänzen. Glänzt nicht. Oh, da kriegt er aber Support von Frost. Ah nein, die Bombe ist down. Hunden hatte die Bombe. Mann, wie bitter. Allerdings gut gespielt von Hooch, muss man sagen. Sehr schön reagiert einfach auf das, was die am A angesagt haben. So, netter Lag. Vermute mal, dass wir Pause haben. Und ich nicht down bin oder so. Nö, bin noch. Im Netz. Ja, muss eigentlich Pause sein. Auf LTVO steht schon das 11-4 für die. Für Rushed. Das heißt, einfach mal abwarten. Hier geht's weiter. Und ich habe gerade in die Comments geguckt und mit dem Frag verpasst. Sorry, dass ich jetzt auch das Ergebnis gespoilert habe. So, die versuchen es mal mit dem Argo. Galil, kassieren den ersten. Ein Refrake, um dann nochmal eine bessere Waffe. Edik wird gut abgeflecht, sogar in der Unterzahl. Krass, wie sie jetzt die Runde noch holen wollen. Oh nein. Ganz gute Flecht, leider hat Hooch reingeguckt. Edik.
Boah, was ein Schuss. Und rechts. Rechts hinter der Kiste. Oh, Hunden, da musst du mal eher rausziehen. Alter, wie schlecht gemacht von Hunden. Der gibt ja den Vorteil komplett aus der Hand. Jo, jetzt verrate ich halt auch noch, du Bob. Boah, Hunden hätte ihn so locker haben können. Wusste genau, wo er steppt. Jetzt läuft jemand noch rein. Alter, das Verarschen. Schlecht war das bitte von Hunden. Boah, da hätten sie 10-5 auf jeden Fall verdient. Also die Runde... Boah, nee, da sage ich nichts mehr zu. Naja, auf jeden Fall 11-4 für die Russen. Ich muss mal kurz checken. Auf wen habe ich eigentlich getippt, auf Readmore? Ich habe sogar auf die Wolves getippt. Oh Gott. Mein Tipp da aufgeht. Ich bezweifle es, ja. So, ist es jetzt live oder nicht? Die haben doch NL geschrieben, oder? Ne, ist live. SMF und... Ach, deswegen war auch die Pause. Boah, schöne Fläche von SMF. Sehr schön. Haben wir noch nie gesehen. Macht leider nur einen. So, Hunden und Malte, aka Herden. Bombe. Am A. Oh, Malte hört das. Nein. Ganz wichtiges Duell. Beide haben... Boah, Malte gewinnt's. Mehr kann durchdrücken. Sauber. Also, Wolves bleiben im Spiel. Der T ist meilenweit weg. Selbst mit Boots of Speed würde er das hier nämlich nicht mehr schaffen. Da kann Malte ganz gemütlich durchdrücken. Oh. Schade, hätten sie sich fast noch gekillt. Ne, Moment mal. Genau, wollte ich schon sagen. Irgendwie war das Scorecard. Ja, Scoreboard war gerade nicht aktualisiert, deswegen... Kurz buggy und ich habe mich gewundert, warum es halt 12-4 steht. Aber 5-11. Auch schneller Bego von den Russen. Schöne Bürstenshots. Boah! Alter, werden die auseinandergenommen mit der Farmers. Auch hier eine nette Anti-Eco-Aufstellung. Die vorhin von Rushed haben wir am A und hier am B. Rushed hat aber Geld. Oh, Nico gewinnt das Duell gegen LK. Einer im Keller unten, also sehr verstreut. Gerade der Aufbau. Ist der T rüber? Zwei sind sogar Mitte. Boah, wieder der nette Move da hoch. Aber schöner Support von Frost. Decken da eigentlich ganz gut. Frost wäre halt schnell Döner, kann da schnell Connector decken. Der T unten hört das aber. So, einer schiebt Richtung Haus. Bombe schiebt auch nah. Nach. So ein Hunden. Jetzt kommt es auf Timing an. Hört, der hat dich selbst sehr schnell rumgezogen. Nico hat der Hausausgang. Hunden. Delays ganz gut eigentlich. Kommt da auch weg. Eigentlich egal, wie viel HP er jetzt noch hat. Nein, warum springst du hoch? Geht doch einfach unter das Holz, Mann. Oh, Nico. So wissen, dass die Bombe da hinten ist. Beide dort jetzt einfach eh hin. Voll. Nicht getroffen. Wo ist Frost? Sie wissen anscheinend noch nicht, dass beide da sind. Die Zeit läuft aus. Ja. Schöne Runde von Wolves. Auch wenn da wieder ein kleiner Aussetzer war von Hunden. Halten sich aber weiter in dem Spiel. Und wenn es so weitergeht, dann geht mein Tipp vielleicht doch noch auf. Im Anschluss an das Spiel, übrigens Alternate gegen Kürtschnitt.
viel. Lol. Wie direkt den Headshot noch gibt. Die krassen einfach mal aus mit der Glock. Haben wir auch wieder 5 Runden, ne, für die Wolves. Das tut dem. Tut der Geldbörse gut. Da sieht man's. Rush muss ja tief in die Tasche greifen. Alles Geld ausgeben. So, Hooch legt sich an mit Nico. Oh, ba. Nee, ich wollte sagen, Nico hat Hit bekommen. Nein! Ich wollte schon sagen, er hat echt ernsthaft seinen Mate gekillt. Oh Mann. Er ist genau vor ihm gesprungen. Ich glaube, er hat es jetzt erst realisiert, nachdem er wieder was gesehen hat. Oh, Nico jetzt weggeschoben. Auch Glaive wieder da drin. Boah. Werden wir da Haus durchgepusht. Also auch. Auch Rushed hat hier einen Standardaufbau zwar in der Mitte, aber draus machen tun sie nichts. Da waren Wolves schon wesentlich besser, die da wenigstens über Keller hoch sind. Irgendwie Flash Connector rein und so. Aber Rushed haben bisher auch nichts weiter gemacht, als die Frags zu kassieren. Da sind manchmal solche groben Schnitzer drin. Erst wollte sie werfen, dann hat er sich doch nicht entschieden und dann wollte sie doch noch werfen. Also unentschlossener kann man kaum sein. Und sowas kostet gern mal die Runde. Wenn man sich nur mal die HP-Zahlen anguckt, da ist Rush sogar vorn. Wenn man mal alle zusammenrechnet. Haben sie sogar. Ja. Leider nur einen, aber LK kann es machen. Nico nur noch mit 17 HP. Sneakt sich davor. Oh, da hat er einen Arm gesehen. Kann aber den Headshot nicht machen. LK macht's. Und die Runde ist mal sowas von verdient für Rushed gegangen. Jetzt am Ende zumindest. Am Anfang war es komisch. Da sind sie einfach alle nur gestorben. Aber die Runde ging auf jeden Fall an den CT, der dort an kurz war. Und dann B übernommen hat. Bitter sowas. Wieder First Track. Also ist schon gut mit, aber so richtig krass. Weiß nicht. Also so dominant ist er halt nicht. Er trifft jetzt nicht jeden Schuss. So, diesmal halten sie den Go aber richtig gut auf. Und nur noch Hooch in der Mitte. Boah, das ist ja schön. Da war er noch ein bisschen angeblendet. Und das ist sogar jetzt eine ganz gute Ausgangslage für Wolves. T ist eine Runde gewonnen, eine Runde verloren, kriegen jetzt nur 1,5 oder haben jetzt nur 1,5 bekommen. Haben jetzt wenig Geld, müssen sparen. Wolves kommt dann wieder ein Stück näher ran, werden ein zweistelliges Rundenergebnis haben. Wie blind die waren. Boah, Malte vielleicht auch mit dem Ace. Aber Jenny ist ganz weit weg. Jen, ja, wer auch immer das ist. Würde mich mal echt interessieren. Steht sogar im Scoreboard ganz oben. Also irgendwie so richtig eine gute Aktion habe ich eigentlich von demjenigen noch nicht gesehen. Ganz wichtige Runde. Für eigentlich beide Seiten. Wieder eher Richtung A. Smoke Richtung Base. Und die Hundela das handelt. Malte da wieder mit Flash. Ah. Oh. Wollte die Leiter ausnutzen. Nico finde ich ihn aber. Boah, da wird er gut überrannt von Hooch, also gut unter Druck gesetzt. Frost macht Refrag, Wolves noch in der Überzahl. Aber zwei an der Base, da abgesmoked.
Richtig. Gute Smoke nochmal von Fofkin. LOL! Was? Jo, und dann auch nochmal durch Smoke. Was ein Spray da gegen Hundela. Alter Mann. Also den Russen, den sollte man im Auge behalten. Der geht ja mal richtig steil. Tja, aber wieder gibt man eine Unterzahlsituation ab. Immer wenigstens können die Wolves nochmal kaufen. Und sie lassen es jetzt auch, lassen auch von der Mitte ab. Also zumindest haben sie sich dahingehend schon mal darauf eingestellt, auf das Spiel. Aber auch Herd macht jetzt einen guten Job dort. Zusammen mit seinem Mate. Die Bombe wird immer recht zügig gelegt. Das hat man... Weiß nicht, habe ich jetzt nicht in so vielen Spielen gesehen. Meistens wurden da die Cs mehr unter Druck gesetzt. Und extrem lange immer aufgehalten da. Rushed kommt hier schon relativ leicht auf den Spot, muss man sagen. Ein krasser Fracks nochmal. Glaive gegen 2. Er hat immerhin das Kit, hat noch 4 HP. Ah, eigentlich gar nicht so ein schlechter Laufweg. Von Haus konnte er jetzt gar nicht gerefickt werden. Nein, da ist die Munition alle. Und die Bombe tickt zu schnell. Uiuiui. Rusht eine Runde vorm Draw. Und Wolves haben eben. Ah, zum Glück reicht es noch ein bisschen für. Ist zwar nicht alle full equipped und haben nicht alle die beste Waffe, aber. Sollte machbar sein, die Runde zu gewinnen. Rush steht jetzt um. Das ist natürlich gut. Also ich glaube... Also es ist gut, dass sie jetzt wieder über Mitte aufbauen, weil eigentlich, wenn sie nach, wenn sie mitdenken, müssten sie ungefähr wissen, dass sie Wolves sich keine AWP leisten können. Aber mit dem Aufbau hat Rushed halt bisher keinen Blumentopf gewonnen. Schauen, ob sie es diesmal schaffen. Hat er den Step gehört? Was krass wäre, so ein verzögerter Mitte einnehmen wäre krass. Man kann ja auch mal in die Mitte flashen. Schöner ist der Frag. Das F jetzt geblendet. T's bauen aber nochmal weg. Was sind schon an der Action fast? So, Hundela und Herden. Nein, verrate ich doch nicht. Oh! Nein, und Herden jetzt ganz wichtig. Oh, macht einen. Oh, da ist er blind. Ich glaube von einem Mate sogar. Oh, er hat aber lange überlebt. Aber krass. CTs sind durchgepusht. Gehen da, sind da mit der Flash rum. Nur noch LK oben am Haus. Und wird geholt von Frost. Sehr schön. Es bleibt also weiterhin spannend. Aber mit der Bombe. Ich glaube, das reicht gerade so. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Boah, so viel Geld hatten die Russen gerade nicht. Also Respekt, wenn sie jetzt schaffen, die Runde zu gewinnen. Versuchen sie mal mit einem B-Contact. Rutsch jetzt in der Mitte. Ah, zum Glück hat Nico keine Arme. Nee, scheiße Namen, das kotzt so an, dass die immer weggehen. Echt durchziehen. Wie low SMF ist. Ein, er überlebt mit einem HP. Wie bitter aber auch. Aber er hat damit keine Probleme. Also am B stehen sie wirklich gut und auch am A stehen sie eigentlich relativ solide. Und da ist es schon die 12. Wenn das mal nicht ein Draw wird. So, jetzt haben sie wieder Eco. Ich fand auch, dass sie eben gekauft haben, fast ein Fehler. So wenig Equip. Ich meine, am A sind sie immer raufgekommen, konnten immer die Bombe legen, haben dann halt mal eine Runde gewonnen, mal haben sie den Retake verloren. Deswegen verstehe ich nicht, warum es dann nochmal am B versucht. Haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass
wolfsverstärkten Adekt. Dafür gab es auch nicht so wirklich einen Grund. Schwimmflex von Hunden. Der steht auf einmal davor, direkt vor ihm. So, 13 zu 14. Drei Runden stehen insgesamt noch aus. Geld wieder vorhanden. Auch relativ viel Equipment jetzt wird mal wieder bei Rushed. Es geht wieder A. Edik wird aber allein vorher was machen. Ne, Edik wird verzögert über die Mitte kommen. Fofkin hat er viel Raum, hinten ins Holz zu flashen. Malte mit First. Hunden noch am Spot. So, nochmal vielleicht mal Linz wieder was. Macht sein. Nicht seinen zweiten. Boah, da stand der CD auch nicht gut gerade. Ganz wichtig war Nico. Dort nicht zu sterben und die Bötze rauszuholen. Und jetzt auch Zeit raus für Frost. Für Glaive. Boah, schön. Da wussten sie anscheinend, dass es so ist. Sind da direkt mit Flash rum. Und da ist er tot. SMF macht ihn da aus dem Connector. Da ist es der Ausgleich. 14 zu 14. Auf geht's, Wolves. Ich will, dass mein Tipp noch richtig ist. Tja, mit dem Bombplant haben sie sich aber nochmal Geld gesichert, um hier in die vorletzte Runde mit Equipment zu gehen. So, was spielt man jetzt? Boah, da wurde gerade geredet. Boah, Edik fängt instant die HE. Das fängt schon mal nicht gut an. Und Nico hat wieder auf AWP geswitcht. Da war einer schon oben rechts. Damit muss er eigentlich rechnen, wenn er so spät dort war. Dort. Leute, hat ihn getroffen? Nee. Warum haltet wieder eine Action? Er hat die Bombe dort. Müsste er gesehen haben. Es wird auch Support. Nico verschießt. Da muss er ihn weglassen. Boah, da dürfen sie jetzt nicht blöd spielen. Malte da noch mit dem Duell, aber die T's sind an die Bombe gekommen, so wie ich es. Die haben sie noch nicht gepickt. Trotz der Unterzahl, der eigentlich fast noch. Huch, nein! Dreckes Windows-Taste, ey. Boah, mal. Nico zieht oben raus und da kommt. Da kommen sogar zwei. Nein, jetzt schiebt er weg. SMF hat da immer noch Angst vor dem Connector. Der ist aber schon lange weg. Wir sind jetzt raus. Sauber. Nico verschießt. Verschießt nochmal. Oh, CTB ist ein perfekter Move von Edik. Richtig gut gespielt. Aber leider die Bombe. Zeit läuft aus. Das ist das Draw für die Wolves. Was ein schönes Comeback bisher. Und vielleicht schaffen sie es hier tatsächlich noch, das in den Sieg umzumünzen. Da werden die letzten Dollar rausgehauen bei Level Games, würde ich sagen, warum auch immer. Bei Rushed. Boah, und das als Fake. Könnte sogar aufgehen. Bombe gedroppt. Und Nico wieder mit First Jäger macht da so einen guten Job eigentlich im Döner. Hat, soweit ich weiß, eigentlich keinen AWP-Duell wirklich verloren. Hat auch, ist immer rechtzeitig weggegangen, ist nicht dumm gestorben. Hunde. Boah, krass. So, gut, ich könnte aber kurz das Duell. B wäre frei. Bombe aber am A. Boah, der CT hinten bleibt aber im Kerrigan. Sehr schön. So, ein Hut kommt zu ihm. Wer ist das am Kerrigan? Hunden. Kerrigan schon am LK schon am L. Oh, kriegt das Rave Shot. Boah, nein, oder? Kein Draw. Boah, einer unten von einem Connector. Oh, beide über Base.
Bombe wird jetzt gelegt. Boah, die TS steht eigentlich ganz gut. Vielleicht hat, glaube ich, gehittet. Nein, da war doch drauf. Warum kippt der nicht? Da ist das Draw. Krass. Mann, aber warum fährt da Herden schon wieder im Haus da so vor, wenn sie. Oh, so unnötig ins Haus da zu fahren, finde ich. Na gut. Draw vielleicht dann aber auch am Ende verdient für beide Seiten. Extrem starkes Comeback von Wolves. Leicht enttäuschende erste Halbzeit. Aber Rushed hat sich hier durchaus gut präsentiert. Wolves aber auch gut. Overall geht das Draw dann somit eigentlich auch in Ordnung.